Spannende Chancen am Aktienmarkt. Ich präsentiere euch in diesem Video vier Aktien, die mit neuen Zahlen um die Ecke gekommen sind. Die Kurse aller vier Aktien haben stark reagiert, wo ich die Chancen sehe in diesem Video. Mein Name ist Thorsten Tiede, geht ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien. Wir wollen von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren. Und jetzt geht es gerade wieder rund, weil wir die Earnings haben. An der Stelle noch keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Jetzt zeige ich euch mal gleich die Earnings. Die haben wir hier, das ist die aktuelle Woche. Und gestern, das heißt am Dienstag, gab es neue Zahlen. Wir schauen uns als allererstes Philip Morris an. Man sieht hier Kursreaktion plus 10,5%. Der Gewinn pro Aktie übertroffen um knapp 5%, Umsatz auch um 2,5%. Man sieht also schon auf einen Blick, die Profitabilität ging nach oben bei Philip Morris und dasselbe ist auch dann mit dem Aktienkurs passiert. Gehen wir zum Aktienfinder und dann holen wir uns hier Philip Morris, Kürzel PM, nicht ins Quadrat. Hier haben wir sie schon und wenn wir jetzt uns mal den Kurs kurz anschauen, den haben wir hier. Da sehen wir, wie die Aktie nach oben gesprungen ist. Das wäre jetzt 6-Monats-Sicht. Wir können auch hier Year-to-Date machen. Und dann sieht man hier, die Aktie ist 10,5% nach oben gesprungen. Wir haben hier Year-to-Date bereits 44% Gesamtrendite inklusive Dividende erzielt. Also das heißt, Philip Morris ist dieses Jahr schon sehr gut gelaufen. Und wenn wir uns aber mal ein bisschen rauszoomen, nur auf 5 Jahre, dann sieht man einen langen Seitwärtslauf und auf 10 Jahre sieht man dann, wir machen mal den Total Return weg, dass wir schwere Zeiten hatten am Aktienmarkt. Also es ging lange Zeit hier deutlich nach unten, weil wir ja eine Transformation haben in der Tabakbranche, weg vom klassischen Verbrenner, also der klassischen Zigarette, hin zu den Next Generation Products. Und so langsam setzt sich doch hier die Erkenntnis durch beim Markt, also man sieht es hier dann auch schön, dass der Transformationsprozess gelingt und die Zahlen haben das auch wiedergegeben. Wir haben hier dieses IQOS, was wahrscheinlich jeder kennt, auch wenn er es nicht selber verwendet. Also diesen Tabakerhitzer und dann haben wir diese Nikotin-Pouches, Zinn heißt die Marke, die läuft in den USA so gut, dass Philip Morris noch die Fabriken ausbauen muss, um die Nachfrage zu befriedigen, so ähnlich wie Novo Nordisk mit den Abnehmpräparaten. Und jetzt ist natürlich die Frage, der Gewinn ist übrigens, wie stark ist der Gewinn gestiegen, müsste ich jetzt mal gucken. Das sehen wir dann gleich bei der Bewertung. Jedenfalls ist jetzt die Frage, ob es jetzt zu spät ist einzusteigen oder nicht. Wir haben hier die Dividendenrendite, die liegt momentan bei 4%. Das ist immer noch relativ hoch, aber vor gerade mal einem guten halben Jahr lag die Dividendenrendite noch bei 5,7%. Sie ist also deutlich gesunken, weil der Aktienkurs so stark gestiegen ist. Wir haben hier den Qualitätscheck und da sehen wir, wir haben hier laut den Analystenschätzungen jetzt dann wieder die Kurve gekriegt, beziehungsweise kriegen sie. Das heißt, hier hätten wir dann schön steigende Gewinne. Dann müssen wir gleich mal hier kurz in den fairen Wert reingehen, weil das sehen wir dann auch das prognostizierte Gewinnwachstum im hohen einstelligen Bereich, bezogen auf den bereinigten Gewinn, fast schon zweistellig zwischen 9% und 10%. Soll es dann angeblich sein, aufs laufende Geschäftsjahr um die 8-9%. Und ich möchte jetzt kurz die Multiples anschauen. Dann sehen wir hier, wir haben hier diese schwierige Phase gehabt, wo Philip Morris relativ günstig bewertet war über lange Zeit mit KGVs und teilweise nur noch 13, 14. Und zuvor war die Aktie teilweise bis 25 bewertet. Und jetzt haben wir wieder ein KGV erstmalig, das die 20 durchstoßen hat. Und hier sehen wir dann, wie das KGV dann wieder nach unten gehen soll, weil der Gewinn prognostiziert steigen soll um die knapp 10% jährlich und dann entsprechend würde das KGV bezogen auf den aktuellen Kurs sinken. Wenn wir jetzt den fairen Wert mal angucken und ein bisschen reinzoomen hier, dann sehen wir hier auch wunderschön in der Berechnung des fairen Werts, dass wir hier Zeiten hatten, wo die Aktie sehr teuer war, also deutlich über dem fairen Wert, hier der faire Wert, eine gestrichelte Linie und dann haben wir hier lange Zeit Unterbewertungen gehabt und jetzt hier
haben wir den Fernwert nach oben durchstoßen. Das heißt, spätestens jetzt mit den nächsten 10% nach oben ist die Aktie überbewertet. Wir haben hier ja ein KGV momentan von 20,7 und historisch im Schnitt war es um die 18 gewesen. Man könnte theoretisch das KGV leicht nach oben korrigieren, wenn man denn wollte, so nach dem Motto, jetzt ist es sicher, der Transformationsprozess wird erfolgreich sein. 38% des Umsatzes im letzten Quartal sind bereits durch die Next Generation Products gemacht worden. Im Detail kann man das auch noch hier nochmal sehen, wie viel ist Smoke-Free Next Generation Products und wie viel ist die klassische Zigarette hier. Verzichte ich jetzt mal drauf, gehen wir wieder zurück auf den fairen Wert. Und ich korrigiere das nicht, also ich finde 18er KGV im Prinzip immer noch relativ günstig, aber ich würde es jetzt nicht nach oben korrigieren. Und dann haben wir hier eine Erwartung beim fairen Wert bis auf Ende 2026 von 7% ungefähr jährlich. Und da macht die Dividende mehr als die Hälfte aus. Das heißt, man kann immer noch, wenn man hier gut 2 Jahre dabei ist, mit einer positiven Rendite rechnen. Könnte aber auch sein, dass die Aktie kurzfristig eher nochmal hier korrigiert, weil sie eben jetzt relativ stark gestiegen ist. Mit anderen Worten, für Sparplan absolut okay, einfach weiterlaufen lassen. Wir haben ja Philip Morris auch im Dicke Dividendendepot drin. Für Einmalkauf, wenn man sie jetzt unbedingt haben will, so nach dem Motto, ja, der Transformationsprozess gelingt, da könnte man mal eine erste Tranche kaufen und dann aber hier entsprechend Kauflimits setzen, vielleicht dann eins bei um die 120 US-Dollar, Moment, 120 wären hier, da hätte man schon eine deutlich höhere Renditeerwartung, da wäre sie schon zweistellig, 10,6%. Und so kann man versuchen, den Einstieg zu wagen. Das wäre die erste Aktie, also die hat Philip Morris positiv überrascht. Gut waren die Zahlen auch, wie ich finde, bei 3M. Allerdings hat die Aktie dann nachgegeben. Also wir sehen hier, 3M hat ebenfalls berichtet. Und hier müssten wir das irgendwo sehen. Hier ist 3M. Und da sieht man hier Gewinn pro Aktie und auch wurde übertroffen, 4% Umsatz, ganz leicht übertroffen, vor allem aber der Gewinn pro Aktie, der Kurs ging dann doch ganz leicht in den Keller, um 2,3%. Was gibt es dazu zu sagen? Der Turnaround bei 3M läuft, wir lassen auch hier mal den bereinigten Gewinn drin. Es sieht erst auf den ersten Blick fundamental nicht ganz so aus, insbesondere Dividendenkürzung, aber es ist auch eine künstliche Dividendenkürzung, weil wir haben die Abspaltung von Solventum jetzt und die führt auch zu einer Dividendenkürzung. Dividende insgesamt, wenn wir uns mal angucken hier, dann wird sie bei 2,3% sich eingependelt haben, was sind auf dem aktuellen Kurs und dann soll sie wieder relativ moderat steigen. Bei 3M haben wir ja einen neuen CEO, der heißt Bill Brown und der bringt das Schiff jetzt zunehmend auf Vordermann und die ersten Früchte werden jetzt gepflückt. Der Gewinn pro Aktie ist jetzt zum zweiten Mal in Folge nach oben korrigiert worden. Vorher war das immer andersrum und der soll jetzt dann bei 7,20 liegen. Als unterste Spanne, vorher waren es 7 US-Dollar, unterste Spanne für das Geschäftsjahr 2024. Und hier Analystenschätzungen sagen 7,28, legen also nochmal 8 Cent oben drauf. Hier freier Cashflow, sieht man, dass hier jetzt sehr, sehr viel investiert wird. Das heißt, die Dividende ist erstmal kurzfristig, auch wenn sie gesenkt wurde, auf Pump. Hier sehen wir aber wieder steigende operative Margen. Wir sind also gerade dabei, den Dampfer sozusagen umzudrehen und gucken wir uns mal hier die Multiples an und dann sehen wir hier, wie stark die Aktie abverkauft worden ist. Die hatte also teilweise noch ein zweistelliges KGV gehabt hier Anfang 2024 und jetzt einen ganz starken Aufholprozess, also das KGV hat sich innerhalb von ja, einem guten halben Jahr verdoppelt tatsächlich. Und wenn wir jetzt mal die Performance uns anschauen und wir machen mal hier Year-to-Date, dann sieht man auch hier, der Aktienkurs ist um fast 50% gestiegen, beziehungsweise 44% gestiegen. Der Rest kam von der Dividende. Wenn wir auf ein Jahr gehen, noch mehr, dann haben wir sogar eine Gesamtperformance von 88%. Wenn wir aber hier mal
das Große und Ganze sehen und dann mal Total Return ausblenden, also mit Dividende, dann sieht man hier, dass die Aktie eine lange, lange Durststrecke zurücklegen musste, hier von 2018 bis 2023, also um die 5 Jahre. Und jetzt geht es endlich wieder aufwärts. Glückwunsch an alle geprüften 3M-Aktionäre. Ich gehe jetzt in den fairen Wert rein. Gucken wir mal, was es da in Anführungszeichen noch zu holen gibt. Und hier sieht man auch, dass wir wirklich Zeiten hatten von einer krassen Überbewertung, die auch viele Jahre angedauert hat. Dann hier die Korrektur in so einem fairen Wert und dann hier der absolute Abverkauf auch hier, wo die Aktie also wirklich sehr deutlich unterbewertet war. 3M-Aktie ist in Ungnade gefallen. Aktuell sind wir entsprechend hier und die Aktie hat deutlich aufgeholt. Jetzt sind wir wieder ungefähr beim fairen Wert angelangt und dann haben wir hier eine Renditeerwartung jährlich von 10%. Ist auch so, wie ich schon sagte, Turnaround-Story. Und wenn man hier sich die Zahlen anschaut, dann sieht man, wir haben hier auf dem bereinigten Gewinn noch für das laufende Jahr einen Rückgang. Also die 7,28 US-Dollar wären ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Und dann aber hohes einstelliges Gewinnwachstum prognostiziert. Und wir würden dann aufs Jahr auf 10,3% kommen. Das heißt, es wäre noch nicht zu spät für den Einstieg, wenn man dran glaubt. Genau. Aber auch hier würde ich eher, so ähnlich wie bei Philip Morris, eher in Tranchen kaufen. Das ist sowieso aus meiner Sicht so eine Art Best Practice, die man macht. Ja, mehr will ich dazu jetzt erstmal nicht sagen, weil ich habe noch andere spannende Aktien. So, die nächste wäre Bechtle. Bechtle ist, taucht hier eigentlich gar nicht auf. Die würden nämlich erst übernächste Woche am Freitag reporten, aber sie haben schon mal durchblicken lassen, dass es nicht so gut läuft. Die Aktie hat dann auch 6% verloren. Moment, so, da gehen wir jetzt mal zu Bechtle rüber. Und da haben wir sie dann auch schon. Bechtle, ein ganz solides Unternehmen. Problem ist allerdings das Umfeld, in dem sie agieren, insbesondere, wenn wir uns mal die Region angucken, hier dieser grüne Balken, Deutschland, aber auch Frankreich, aber in Deutschland machen sie über 60% des Umsatzes und laut Management, und das ist nicht wirklich überraschend, gibt es eine massive Investitionszurückhaltung des Mittelstands. Das ist ja auch das, was ein Siemens-Manager vor den Politikern gesagt hat vor kurzem, in Deutschland ist kein Wachstum und es gibt eigentlich keinen Grund für Siemens in Deutschland zu investieren. Und das macht sich natürlich auch in den Zahlen bemerkbar. Zwar ist der Umsatz um 2% immer noch gewachsen, doch der Vorsteuergewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal ist um 17% eingebrochen. Und das sind eben entsprechend schlechte Zahlen. Und entsprechend ist die Prognose nicht mehr zu halten für 2024, für 2025. Wenn ich mich richtig erinnere, weiß ich gar nicht, ob es eine Prognose gibt. Ich glaube nicht. Und der Aktienkurs ist entsprechend, sehen wir hier bei der Performance, auch nochmal in Mitleidenschaft gezogen worden. Hier, year to date, sind wir mit 23% in den Miesen und das ist hier der Aktienkurs. Da ist er quasi nochmal um 6% abgerauscht. Und ja, Bechtle jetzt ebenfalls leider eine Leidensgeschichte. Was heißt ebenfalls, ebenfalls bezüglich auf die nächste Aktie, auf die ich auch noch zu sprechen komme. So, jetzt sind wir hier beim Aktienkurs angelangt. Den hatten wir schon hier 2019 gehabt. Die Dividende im Umkehrschluss ist natürlich jetzt gestiegen. Die liegt jetzt bei knapp 2,1%, also deutlich mehr als es in der Vergangenheit gab. Da lag die Dividendenrendite teilweise unter 0,7%, also hat sich jetzt quasi verdreifacht. Die Dividende, blenden wir auch noch den freien Cashflow im Gewinn ein, scheint soweit jedoch sicher zu sein. Da muss man immerhin mal um keine Kürzung fürchten. Man braucht bei Bechtle, denke ich, jetzt ein bisschen einen langen Atem, weil das Ganze halt auch eine politische Geschichte ist. Stichwort Wirtschaftsstandort Deutschland. Soll man da jetzt reinkaufen, ist es günstig genug? Man sieht mal keinen Unterschied zwischen bilanzierten und bereinigten Gewinn, hier mal einen bilanzierten Gewinn.
Wir sehen, wir haben momentan hier ein KGV von knapp 17. Die Aktie war schon mal Ende 2022 im allgemeinen Tech-Abverkauf auch so günstig. Und dann zuvor hier ab und zu mal, aber schon länger her, 2019. Und hier dazwischen mal KGVs gehabt von über 40 bei Bechtle als Corona-Profiteur. Und das ist leider schon lange, lange her. Gucken wir uns mal den fairen Wert hier an. Und ja, macht keinen Unterschied, ob ich hier bilanzierten oder bereinigten nehme, oder fast keinen Unterschied. Und so, blendet mal alles andere aus. Wir sehen hier die massive Überbewertung der Aktie. Hat sich jetzt erstmal verkehrt, tendenziell in eine Unterbewertung. Allerdings haben wir ja hier jetzt wirklich eine Notlage. Und ich würde jetzt hier hingehen tatsächlich und das KGV nach unten setzen, weil es einfach eine ganze Weile aus meiner Sicht dauern kann, weil es eben eine politische Geschichte ist, bis sich die Situation auch wieder verbessert. Ich würde das KGV nach unten korrigieren. Wir haben hier, wenn ich es nicht tue, ein sehr hohes Aufwärtspotenzial. Da hätten wir jährlich eine Renditeerwartung von 26%. Da lege ich dann dafür Ihren Wert. Zum 31.12.2026 bei 55 Euro, aber eben gerechnet mit einem 20er, 21er KGV. Und das ist jetzt aus meiner Sicht deutlich zu hoch. Ich werde es mal senken auf 16, aber das da oben natürlich. Hier, auf 16 senken und dann sieht das Ganze so aus. Na, sogar auf 15 habe ich mir aufgeschrieben. Auf 15, also ich bin noch etwas vorsichtiger tatsächlich. Und dann hätten wir hier eine Renditeerwartung, nur noch einen fairen Wert von 37 Euro und eine Renditeerwartung von 6,4%. Wäre jetzt also nicht wirklich interessant, die Aktie. Da wäre es dann eher so, dass ich davon, wenn ich die Aktie haben wollte, würde ich eher ein Kauflimit setzen, nach dem Motto, der Wirtschaftsstandard Deutschland wird ja jetzt nicht so schnell besser. Und es könnte sein, dass es dann nochmal die ein oder andere schlechte Botschaft gibt, sodass der Aktienkurs nochmal weiter nachgibt auf vielleicht um die 30 Euro, wären wir hier am Fernwert angelangt und dann hätten wir eine Renditeerwartung von zwischen 12% und 13%. Also für mich wäre Bechtle jetzt ein Fall hier für ein Kauflimit, zum Beispiel bei 30 Euro. Dann gibt man das ja einfach hier ein und dann wird man benachrichtigt, wenn der Kurs erreicht ist. Schade um ein deutsches Qualitätsunternehmen, aber da kann man eben nichts machen, wenn die Politik nicht mitspielt. Und dann hätten wir noch die nächste Aktie, da geht es wieder in die USA. Und die würde jetzt auch nicht berichten in der aktuellen Kalenderwoche. Handelt sich um Starbucks. Die würden erst nächste Woche, normalerweise am Mittwoch, berichten. Haben jetzt aber ähnlich wie Bechtle schon mal vorgegriffen und was sie da verlautbart hatten, ist leider nicht besonders gut. Die Aktie hatte vorbörslich gestern 5% verloren, das habe ich mal gesehen. Jetzt hat sie sich wieder ein bisschen erholt, ich glaube noch 3% im Minus. Was ist passiert? Wir haben ja hier immer dieses Bäumchen-Wechsel-Spiel. Howard Schultz geht, dann darf der Nächste ran, der versagt, dann kommt wieder Howard Schultz, dann versagt er, dann kommt wieder der nächste CEO dran. Der aktuelle CEO ist Brian Nickel und der schafft es hoffentlich. Allerdings ist auch Starbucks jetzt eine Turnaround-Story und die sind jetzt noch nicht so weit beim Turnaround wie 3M und geschweige denn wie Philip Morris. Prinzipiell ist es so, die Kunden kaufen weniger ein. Sie schnallen den Gürtel enger. Wir sehen das bei den reporteten Zahlen. Es gibt die Comparable Transactions, das heißt, wie viele Verkäufe fanden statt in den Filialen, die es schon im Vorjahresquartal gegeben hat, deshalb Comparable, und die sind um 10% zurückgegangen. Das ist also eine ganze Menge. Grund ist sicherlich, weil Starbucks nicht gerade günstig ist und das sieht man auch in der Comparable Ticket Size, also in dem durchschnittlichen Verkaufs, beim Verkaufsbetrag, über den Bestellbetrag, und der ist um 4% gestiegen, weil natürlich Starbucks die Preise erhöht hat, hat aber damit halt überdurchschnittlich viele Kunden verkrault. Und problematisch
insbesondere auch, weil das den Kernmarkt USA betroffen hat. Das sind die Comparable Sales, also insgesamt die Umsätze, um 6% rückläufig gewesen im Vergleich zum Vorjahresquartal. Und in China, der Wachstumsmarkt, sogar um 14% rückläufig. Und das ist natürlich ein Problem. Ausblick für 2015 gibt es auch nicht. Und jetzt will man natürlich gegensteuern. Man will die Menüs anpassen, muss wahrscheinlich auch mit den Preisen runtergehen. Und wie erfolgreich das sein wird, ist ein bisschen ungewiss. Die Dividende, die liegt jetzt gerade bei 2,4%. Nicht mal auf Allzeithoch, wenn man annehmen sollte, da war sie bei knapp 3%. Als es den CEO-Wechsel gegeben hat, hat die Aktie einen Sprung nach oben gemacht. Das sieht man hier in der Dividendenrendite, dass sie dann runtergekommen ist. Sieht man sicherlich auch hier. Hier ist dann der Sprung nach oben, auch mal year to date. Und das ist aber eher so Prinzip Hoffnung, sage ich mal. Und jetzt kommt der Realitätstest. Und da, ja, das ist eine Herausforderung für die Aktie. Also ihr seht, ich habe da schon so eine gewisse Skepsis. Guck mal kurz in die Multiples rein. Dann sehen wir hier aktuelle Multiple bei 25, 26. Obwohl wir hier ja noch den Turnaround vor uns haben. Das heißt, man sieht hier nochmal den, ja, ist eigentlich egal, ja, ein Bereichengewinn. Man sieht hier, wie der Gewinn erstmal rückläufig ist und dann ja, im nächsten Jahr, 2025, nächsten Geschäftsjahr, dann soll es wieder nach aufwärts gehen. Aber da wäre ich mir jetzt noch nicht 100% sicher. Nicht umsonst gibt es das Management keinen Ausblick. Wenn wir jetzt uns den fairen Wert angucken, dann nehme ich wieder den bereinigten Gewinn hier. Fair Wert bereinigt. Dann sieht man hier, out of the box hätten wir jetzt gerade den fairen Wert wieder erreicht. Starbucks ist jetzt so eine Geschichte, wie immer, wenn wir so einen Turnaround haben, glaubt man nicht, dass der Turnaround gelingt, dann ist die Aktie sowieso nicht interessant. Glaubt man, dass der Turnaround gelingt, dann könnte man mal gucken, wann man denkt, dass hier ein günstiger Einstiegszeitpunkt wäre. Wir haben jetzt hier durchschnittlich 30er KGVs, mit denen hier der faire Wert berechnet wird. Das halte ich für zu hoch. Ich senke den mal auf 25, was schon das oberste aller Gefühle sein sollte. Da ist eigentlich schon drin, dass der Turnaround gelingt, meiner Meinung nach. Und dann hätten wir hier eine Renditeerwartung auf 2026, Spätjahr, krummes Geschäftsjahr von 7% im Jahr. Mit anderen Worten, wäre für mich nicht interessant. Jetzt ist da noch ein kleiner Abschlag drin, also der aktuelle Aktienkurs liegt bei jetzt irgendwo zwischen 92 und 93 vorbörslich. Das hieß dann, hier wäre die Renditeerwartung bei 9,7%. Man sieht schon, wie viel es ausmacht. Wenn man nur ein bisschen günstiger kauft, wäre schon etwas attraktiver. Noch attraktiver wäre es natürlich, wenn man noch günstiger wie 2,85 US-Dollar zum Zuge käme. Dann hätte man eine Renditeerwartung hier von 14-15%. Und lange Rede, kurzer Sinn, selbst wenn ich bei Starbucks an den Turnaround glaube, dann würde ich hier eher noch ein Kauflimit setzen und gucken, hoffen, dass die Aktie nochmal abgibt, wenn beispielsweise hier am nächsten Mittwoch dann die kompletten Zahlen berichtet werden mit Earnings Call etc., dann werden die Probleme nochmal, die aktuellen Probleme nochmal etwas genauer besprochen und sicherlich auch, wie das Management zu glaubt, das Schiff drehen zu können. Gut, das wären jetzt vier Aktien gewesen. Philip Morris, 3M, Bechtle und Starbucks. Also ihr seht hier, dass das wirklich noch ziemlich spaßig wird hier. Also gibt es viele Neuigkeiten, die auf uns einprasseln, viele Chancen. Auch das eine oder andere, worüber man sich freuen kann, wie beispielsweise Philip Morris, ich auch im Privatdepot habe, schon seit 2018, bei mir sogar noch steuerfrei. Habe also die ganze gesamte Durststrecke da durchgehalten. Gut, Earnings-Kalender verlinke ich euch unten, damit ihr dann auch jederzeit sehen könnt, was gerade hier gespielt wird. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns spätestens im nächsten Video wieder. Ciao!